David Kahler gegen Peter Sobotta, minus 85 Kilogramm. Ja, Peter Sobotta, sehr erfahren, noch ungeschlagen in der DGL, sehr starker Grappler. Sehr starker Grappler, Naturtalent vor dem Herrn, meiner Meinung nach. Wie du schon gesagt hast, sehr erfahren, nicht nur im Grappling, auch in MMA, einer der Überflieger, schon in der UFC gekämpft. Derzeit gerade in Osteuropa sehr aktiv. Und ja, sind wir gespannt, was David sich gegen Peter einfallen lässt. Ja, aktiv in der Tat. Du sagst es, er ist ja auf so ziemlich jedem Turnier probiert, überall dabei zu sein. No-Gi, also ja, Erfahrung ist wahrscheinlich sein Vorteil heute. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also er ist erfahren, er ist, solch seine Erfahrung ist er natürlich auch sehr selbstsicher. Ne? Und das spüren natürlich auch seine Gegner und gegen die Selbstsicherheit muss man erstmal ankommen. Mental meine ich jetzt. Und selbst wenn man dann die mentale Barriere überwunden hat, muss man erstmal seine Technik vorbei. Genau, den technischen Aspekt, da wollte ich auch drauf hinaus, also da muss man schon eine starke Leistung bringen, ergibt sich ja, wie du schon sagst, mental sowieso nicht geschlagen und dann genau. Muss man umso härter kämpfen. Auch die Lister sagt, dass Peter einer der talentiertesten Schüler ist, die er je hatte. Also, und das aus dem Mund von Dean Lister ist natürlich schon ein... Das ist ein großes Lob, kann man sagen. Das ist ein großes Lob, natürlich. Also. Du hast letztens mit ihm trainiert, mit Dean Lister. Hat er ein paar Tricks auf Lager vielleicht, die Peter vielleicht heute nochmal ausbauen könnte? Dean Lister steckt full of Tricks quasi. Also ist ein Ausnahmeathlet. Also nicht nur ja, die Technik, mental, ein Ausnahmeathlet. Ne? Auch zum Grappling geboren. Zum Grappling geboren, also auch seine Körperstatur. Also, ja. Oh, schöner Takedown-Ansatz hier. 1-0 für Peter. Sehr schön gemacht. Honda Ronda Rousey Style. Ja, ist völlig recht. Genauso wie gegen Sarah Kaufman. Ähnlich sah es ja aus. Hat geschaut, wo der Schwerpunkt des Gegners liegt. Und dann einfach dagegen gegangen. Sieht man auch, Peter arbeitet sehr ruhig. Guckt, probiert die Fehler aufzuspüren, die David macht. Geht ihn gerade hoch. Gerade ist offen, bumm, da geht Peter auch zu. Da geht das Bein, genau, geht nach links. Side Control, oh, und die drehen vielleicht. Bob, dann und bleibt dran. Reversal hier. Aber auch stark gemacht jetzt vom Kala, der den Peter sozusagen daran hindert, in die Side Control zu gehen. Ja, also isoliert er das Bein, hält es fest. Hat dadurch die Punkte verhindert. Sehr schön gemacht. Peter steigt hier ein, probiert die Half Guard zu passieren, drückt das Bein mit seinem äußeren Bein nach unten. Geht das zweite Bein rüber zu sliden, dann macht das auch. Aber wieder. Schöner Sweep. Geht David Kahler zum Sweep rüber oder zum Reversal rüber. Aber David hier in das, was man in Fachkreisen Rubber Guard nennt. Der Gogo Plata jetzt vielleicht von unten. Kann ich gerade nicht sehen, ob er zum Gogo Plata geht oder zum Homo Plata geht. Ja, sie geht, glaube ich, um den unteren Hals zu gehen. Genau, probiert um den Hals zu gehen. Aber schön geklärt von David hier. David jetzt in der Offensive. Probiert die Guard von Peter zu passieren. Aber Peter hat sich auch schon den Kimura auf der Außenseite geholt. Nee, konnte er jetzt lösen, der David. Also beim Sweep kein Punkt. Das macht es natürlich jetzt schwierig. Er braucht definitiv jetzt den Punkt. Es steht ja immer noch 1-0 für Peter. Ja, Gregor Herb in der Ecke von Peter fordert jetzt eine Aktivität. Er geht jetzt zum Triangle rüber. Ist aber noch nicht drin. Hat probiert, den Kopf zu kontrollieren, hat ihn aber nicht richtig bekommen. Schön gemacht von beiden. Peter muss hier aufpassen, dass er nicht seine Guard passiert bekommt, aber er ist natürlich sehr erfahren. Wieder der Kimura-Ansatz. Ja, die letzte Minute läuft. Letzte Minute läuft. Mit dem Kimura kann er ihn sweepen oder eben auch submitten.
schön kontrolliert, wieder zurück zur vollen Guard. 45 Sekunden, schreit auch die Ecke aus dem, vom Team Ball Terrier Team. Also die brauchen definitiv jetzt Punkte und ja, er muss Druck machen, er probiert, er arbeitet. Ja, Peter ist natürlich auch souverän von unten und lässt da nicht viel zu. Ja, lässt jetzt nicht viel zu. Wobei man sagen muss, David fällt mir hier soweit sehr gut. Also gegen einen Mann wie Peter Sobota. Definitiv, oh, jetzt der Triangle, ja, jetzt der hält Triangle. Er den Kopf auch. Ja, jetzt versucht er ihn enger zu ziehen. Er kontrolliert sowohl das Schienbein als auch den Kopf. Das heißt, er lässt ihn mit dem Kopf nicht hoch. Und ja, der Sweep dadurch. Abrutscht. Ja, schöner Sweep da, sehr schöner Sweep. 15 Sekunden. 3 Punkte deutet der Referee an. Steht es 4-0. 4-0, ja, das Ding hat Peter im Kasten. Und das war's. Trotzdem sehr schön gemacht. Ja, wie du schon sagst, starke Leistung von seinem Gegner. Also gegen Peter zu verlieren, also da muss man sich, glaube ich, nicht schämen. Vor allem lange Zeit nur mit 1-0 hinten gelegen, dann die 3 Punkte hat er mehr oder weniger abgegeben, weil er halt probiert hat, nochmal das Ding zu reißen, also alles riskiert hat. Er musste zu dem Zeitpunkt auch. Genau, war alles richtig, was er gemacht hat. Also starke Leistung quasi mit lange Zeit das 1-0 zu halten, gut gegengehalten, wirklich sehr starke Leistung. Ja, definitiv.